Herzlich willkommen zu Fokus Deutsch. Heute schauen wir uns zusammen an, wie man am besten einen Tipp gibt. Für Tipp kannst du auch sagen, eine Empfehlung oder einen Ratschlag. Ich empfehle dir. Das Verb heißt empfehlen und das ist immer mit Dativ. Also ich empfehle dir, einem Mann, ich empfehle ihm, einer Frau, ich empfehle ihr. Wir sind zum Beispiel zusammen im Restaurant und ich weiß nicht genau, was ich essen soll. Und ich frage, was empfiehlst du mir? Was soll ich denn bestellen? Und dann kannst du mir sagen, ich empfehle dir den Salat. Oder ich empfehle dir einen Salat. Jetzt möchtest du aber noch ein Verb benutzen, dann kannst du sagen, ich empfehle dir einen Salat zu bestellen. Also entweder nur ein Nomen, ich empfehle dir einen Salat oder ich empfehle dir einen Salat zu bestellen. Dein Freund würde gerne eine Ausbildung beginnen. Er weiß aber noch nicht so genau, welche Ausbildung. Du weißt aber, dass er sich sehr für die Pflege interessiert. Dann könntest du sagen, ich empfehle ihm eine Ausbildung, was passt als Krankenpfleger, als Altenpfleger. Oder noch besser formuliert, ich würde ihm eine Ausbildung als Pfleger empfehlen. Jetzt möchtest du aber sagen, eine Ausbildung beginnen. Wie sagst du das mit würde und empfehlen? Ich würde ihm empfehlen, eine Ausbildung als Pfleger zu beginnen. Ja, nach empfehlen haben wir immer zu plus Infinitiv, dann ich würde ihm empfehlen, eine Ausbildung als Pfleger zu beginnen. Ich empfehle, das ist Präsens. Und was hast du gemacht? Ich habe empfohlen, ich habe ihm empfohlen, ich habe ihr empfohlen. Das ist im Perfekt. Dein Freund Max streitet sich mit seiner Freundin. Und was hast du ihm empfohlen? Was sollte er machen? Ich habe ihm empfohlen, in Ruhe mit seiner Freundin zu sprechen. Oder ich habe ihm empfohlen, sich zu trennen, wenn sie sich immer streiten. So könntest du das im Perfekt formulieren. Kannst du mir einen Ratschlag geben? Was ist ein Ratschlag? Eine Empfehlung? Ein Tipp? Na klar, ich rate dir oder du rätst mir. Du siehst, raten ist wie empfehlen mit Dativ. Deine Freundin hat zum Beispiel Übergewicht. Sie würde gerne abnehmen. Was könnte sie denn machen? Ich rate ihr zu Bewegung oder zu mehr Bewegung. Du siehst, wenn du ein Nomen verwendest, dann sagst du einfach zu. Wie ist denn das Verb von Bewegung? Sich bewegen. Ich rate ihr, sich zu bewegen. Sich viel zu bewegen. Was könnte sie denn noch machen? Naja, sie könnte vielleicht gesünder essen und trinken. Und essen und trinken in einem Wort, das ist die Ernährung. Ich rate ihr zu einer gesunden Ernährung. Zu einer gesünderen Ernährung. Und wie ist das Verb von Ernährung? Sich ernähren. Also sich gesund ernähren. Was rätst du ihr? Ich rate ihr, sich gesund zu ernähren. Und im Perfekt sage ich, ich habe ihr geraten. Was hast du ihr geraten? Ich habe ihr geraten, sich gesund zu ernähren. Ich habe ihr geraten, sich viel zu bewegen. Ich habe ihr geraten, immer die Treppen zu steigen. Dein Freund hat wenige Kontakte in Deutschland. Er ist neu in Deutschland und er kennt so wenige Leute. Was rätst du ihm? Ich rate ihm, einem Verein beizutreten. Und jetzt gibt es noch eine andere Formulierung für einen Tipp geben. Wir haben jetzt kennengelernt, ich empfehle und ich rate. Du kannst aber auch noch sagen, an seiner Stelle würde ich einem Verein beitreten. An seiner Stelle, das heißt, wenn ich er wäre. Bist du natürlich nicht, aber du stellst dir das vor. Also an seiner Stelle, wenn ich er bin, wenn ich er wäre, würde ich einem Verein beitreten. An seiner Stelle, das ist für einen Mann. Und wenn du von einer Frau sprichst, dann sagst du,
nicht seiner, dann sagst du ihrer. Zum Beispiel, weiß deine Bekannte nicht so genau, in welchem Bereich sie arbeiten soll. Du sollst ihr einen Tipp geben. An ihrer Stelle würde ich im Tourismus arbeiten. An ihrer Stelle würde ich in der Hotellerie arbeiten. An ihrer Stelle würde ich in der Gastronomie arbeiten. Also, wir wiederholen nochmal kurz. Wenn ich einen Tipp geben möchte, einen Ratschlag oder eine Empfehlung, dann sage ich, ich rate, ich empfehle oder an deiner, seiner, ihrer Stelle würde ich. Gucken wir uns eine kleine Aufgabe an. Sophie, eine Frau, braucht einen Ratschlag. Soll sie in Teilzeit oder in Vollzeit arbeiten? Kannst du ihr einen Tipp geben? Was empfiehlst du ihr? Was rätst du ihr? Was sagst du an ihrer Stelle? Was würdest du an ihrer Stelle machen? Hast du eine Idee? Dann schreib mir doch die Antwort in die Kommentare.